Und? Mink. Okidoki. So, bevor wir zum letzten Teil kommen der Form Yatling Band 108, wiederholen wir nochmal kurz, was wir letzte Woche Mittwoch gemacht haben, für die, die nicht dabei waren. Wenn ihr euch erinnert, war die Ausgangsposition hier, ne, nachdem wir den Haus schon mal Faxa gemacht haben. Und die erste Bewegung war rausgehen mit Torma und Jamsau. Danach hat mir Leisau gezogen, sind mit dem vorderen Fuß gelaufen, Toma mit Leute Gakü. Sieht fast aus wie Ming, ne? Wenn wir uns vorstellen, dass wir eine Schulter ziehen und ins Kopf schlagen. Danach haben wir uns vorgestellt, dass wir hier in Ellenbeuge, ne, reingreifen mit der Hand, öffnen, damit der Ellenbogen von unten mit einem Toma nach oben zum Kinn gehen kann. Danach wollten wir uns vorstellen, dass wir um den Arm zirkeln, die Hand auf die Schulter legen, die eigene Hand auf die Schulterhand zum Unterstützen und hintere Bein soll dann Kniestoß machen. Da stellen wir uns vor, dass wir hier zum Kopf zum Gesicht einen Kniestoß machen und danach ohne Absetzen zum Knie kicken, bevor wir dann runtergehen, Chang Chang zusammenrücken. Sein rechter Arm ist immer noch hier, da wollten wir das Handgelenk greifen und dann wie in der Chang-Yu-Form hier einmal drehen, nur um den wegzuschleudern. Das war die letzte Sequenz, die wir letztes Mal gemacht haben. Die wiederholen wir jetzt nochmal. Und ich mache die ein bisschen mehr zu euch diesmal. Damit ihr seht, der erste Jumpsaw, wie ich da rausgehe mit meinem Körper. Torma Jumpsaw. Ich bin ja nicht mehr da, der Angriff ist hier. Danach Leisau. Ich ziehe am Arm, damit er sich nach vorne beugt. Torma Leute Gakü. Jawohl. Nimm den Arm weg. Torma Hünder Hei Jan und das Kinn. Lausau Tai Sat. Mo Ying Jing Yirk. Se Peng Ma Chan Jan. Und dann Chou Ma Pai Jan. Von da aus geht es jetzt weiter. Toi Ma Gang Jan. Toi Ma Gang Jan. Ich mache das jetzt gleich in eure Richtung. Tanzau, Torma Fanzau, Tan Paxau, Songjang, Leute Bakun, gefolgt von Lin Wan Jing Jing, Kick und die Form ist fertig. Ich mache es mal in eure Richtung. Die letzte Bewegung war hier, Pai Jang. Von hier aus gehe ich rückwärts mit Gang und Jam. Danach gehe ich wieder rückwärts mit Gang und Jam. Und die Ganghand, die geht nach oben zu Tanzau. Und dann gehe ich nach vorne und nach Fanzau. Jetzt geht es nach rechts. Tan und Pak gleichzeitig. Jetzt wieder nach links. Song Jam, der Ellbogen kann nicht hoch genug sein. Danach Leute Gakün, Lin Wan Jing Jing, so ähnlich wie Lin Wan Kün, nur mit Jing Jing. Dann hintere Fuß macht den Kick, Jing Yirk und Sao Sing. Ich erkläre euch kurz, was passiert, was wir hier gerade machen. Von hier aus gehen wir zurück zum Gang Jam, Gang Jam. Warum? Weil wir uns vorstellen, dass jemand sowas macht. Kick 1, Kick 2. Ne, du machst so Halbkreistritte. Eins und zwei. Bei dem ersten gehen wir rückwärts, um Distanz zu machen. Ne, von hier aus könnt ihr das besser sehen. Rückwärts, um Distanz zu machen und schützen. Ich will also möglichst einen großen Bereich geschützt haben, von oben nach unten. Beim zweiten Kick mache ich das gleich und dann fange ich sein Bein. Ne, hier könnt ihr das gut vorstellen. Erstmal schützen. Nochmal schützen und das Bein fangen. Sein Bein ist jetzt hier drin, das rechte Bein. Und dann gehe ich nach vorne, suche mit der Handkante den Hals. Sollte er Wusau haben, durchgehen die Wusau. Und die Hand geht ein bisschen nach oben hier. Ich mache also übertrieben gezeigt. Wow. Und
schick ihn weit weg. Das ist also die Verteilung, die wir machen. Wir verteilen Kick 1, Kick 2, fangen das Bein und dann kommt der Konter. Die nächsten Bewegungen sind Verteilungen gegen Hooks. 1, 2. Den ersten Hook verteilen wir mit Tan und Pak. Alle Haken verteilen wir mit zwei Händen, weil ein Haken, ein Schwinger hat viel mehr Kraft als ein gerader Schlag. Ne? Viel längerer Weg, viel mehr Schwung. Also mit beiden Händen, Tan, Pak. Den zweiten Haken verteilen wir hier mit dem Ellenbogen. Der bleibt dann hier hängen. Und die Hand schlägt zuerst zum Gesicht als Haken. Danach 1, 2, 3 zum Gesicht und dann der Hinterfuß zum Abschluss zum Körper. Fertig. Okay, alle zusammen. Nur damit ihr wisst, was ihr hier macht. Beginnt also in Kampfstellung. Toi Ma Gan Jump. Nur schützen, mehr nicht. Toi Ma Gan Jump. Schützen, das Bein fangen. Liegt jetzt hier. Toi Ma Fanza. Das ist jetzt unser Gegenangriff. Jetzt kommt sein Kumpel mit zwei Haken. Zwei Kicks hat nicht geklappt, jetzt kommen zwei Haken. Tan Pak. Die Schulter, die vorne ist, macht Pak, die Schulter, die hinten ist, macht Tan. Immer nach Yin Yang. Dann der Arm, Song Jan. Das ist die gleiche Song Jan wie in der Champion-Form. Ne? Der Arm, der ist rückwärts bewegt. Song Jan. Und dann Loi Doi Ga Kün. Der Haken zum Kopf, zum Gesicht. Danach Jing Jing. Jing Jing. Jing Jing. Und hintere Bein Jing Gyeok. Und danach ist die Form fertig. Okay, noch einmal. Der rechte Fuß ist vorne. Toi Ma Gan Jump. Toi Ma Gan Jump. Tanzau. Toi Ma Fanzau. Tan Pak. Song Jump. Loi Doi Ga Kün. Jing Jing. Jing Jing. Jing Jing. Und dann hintere Bein, Golo Jing Gyeok. Golo bezieht sich auf die Höhe. Okay, ich mache das jetzt einmal andersrum, damit ihr bei meinem Rücken seht. Rechter Fuß ist vorne. Toi Ma Gan Jump. Toi Ma Gan Jump. Tanzau. Toi Ma Fanzau. Tan Pak. Song Jan, Loi Doi Ga Kün, Jing Jing, Jing Jing, Jing Jing, Go Go Jing Jing und Sao Sin. In Wirklichkeit im Wing Chun treten wir nicht zum Kopf, der Kopf ist tief. In den Formen ist alles anders, da können wir treten, wo wir wollen. Ne, nur, dass ihr euch nicht wundert, warum wir jetzt hier Golo Kick machen, ne? Also hoch, hohe Distanz, hohe Level. Okay, fügen wir die letzten beiden Sequenzen nochmal zusammen. Wir waren stehen geblieben bei Hauchoma Paksa. Ab hier. Ich mache das diesmal in diese Richtung, damit ihr mir über die Schulter gucken könnt. Toma Jamsa. Laisa. Toma Loi Doi Ga Kün. Toma Hünda Hei Jan. Lausau. Tai Sat, Mo Ying Jing Gyeok, Xiong Ma Chang Zhan, Shou Ma Pai Zhan. Jetzt kommt die neue Sequenz. Toi Ma Gan Zhan, Toi Ma Gan Zhan, Lao Sao oder Tan Sao, Toi Ma Fan Sao, Tan Pak Sao, Song Zhan. Loi Doi Ga Kün, Jing Jing, Jing Jing, Jing Jing. Und der letzte, Golo Jing Gyeok. Und Sao Sik. Okay, den letzten Part nochmal. Rechte Fuß ist vorne. Eins ist Gan Jump. Zwei ist Gan Jump. Drei ist Tan Sao. Vier ist Tan Fas. Fünf ist Tan Pak. 6 ist Song Jan, 7 sind die Gegenangriffe. Punch, Pam, Pam, Pam. Und 8 ist der Kick. Und dann nur noch die Form schließen.
Form ist fertig. Jetzt kann man die ganze Form zusammenstückeln. Okay, los geht's. Die ganze Form jetzt. Alles, was wir in den letzten Wochen gemacht haben, jetzt auf einmal. Häusig, Gamsau, Gamsau, Hünjin Dirk, Xiongma Bai Jong, Tangyok Paksau, Xiongma Paksau, Paksau, Kausau, Fansau, Jada, Kausau, Fansau, Jada, Bai Jong, Wang Yeok, Lao Satsu, Wang Yeok, Xiongma Bai Jong, Choma Faksau, Biujisau, Biujisau, Choma Buda Jamsau, Tangyok Paksau, das gleiche spiegelverkehrt. Xiongma Paksau, Paksau, Kausau, Fansau, Jada, Kausau, Fansau, Jada, Bai Jong, Wang Yeok, Lao Satsu, Wang Yeok, Xiongma Bai Jong, Choma Faksau, Biujisau, Biujisau, Choma Wuda Jamsau. Der erste Teil ist der längste, mit 32 Bewegungen durch 2,16 durch 2,8. Ngoising Weisung Wusau. Wie fängt das zweite Teil an? 8 Bewegungen. Tai Sat. Ngoising Wai, Song und Pai Zhang. Fanzau. Panging Sau, lange Bein, Tai Sat. Sepeng Ma, tief runter, Chang Zhang. Popeye mit dem linken Bein, Hao Jing Gyeok. Linke Bein, Xiong Ma Bai Zhong. Set Nummer 3. Cho Ma, Cho Ma Guai Zhang. Biu Ji Sao, Xiong Ma Biu Ji Sao. Quak Sao, Sao Ke. Toi Ma Bai Zhong. Wir sind bei Teil 4. Toi Ma Bai Zhong. Toma Pak Da. Lap Fan. Toma Pak Da Chang Jing. Lap Fan. Der Fuß der vorne geht nach hinten. Lao Bo Xiong Lan Sao. Versuch unten zu bleiben, Se Peng Ma, Po Pai, Zhong Sao und Sao Kü. Es kommt Teil mit Gam Jing, Hao Chang Jing, hier haben wir 16 Bewegungen. Qin Gam Sao, Lan Sao, Fan Sao, Lan Sao, kommt tief runter immer, Zhong Sao, Tan Sao, Jia Sao, Biu Sao, Jia Sao, Xiong Kün, Xiong Kün, Hang Sao, Ding Sao, Sao Kün. Nächstes Set ist Toi Ma mit Bong Sao. Toi Ma Landa Chao Kün. Buda Chang Jie. Sieg Ma. Halo Jin Jie. Lin Wan Chao Kün. Nächstes Set. Faksau, Wuda Chang Dai Jing, Kap Yai Sat, mit links beginnen, Lin Wan Kün, 1, 2, 3, 4, 5, und Hao Chong Ma Paksau. Set Nummer 8, Toma Jamsau, Lai Sau, Toma Leute Gaku, Toma Hünda Hei Jang, Lao Sao, Tai Sat, Mo Ying Jing Gyeok, Se Peng Ma, Chang Zhang,
Choma Paijan. Toima Ganjan. Toima Ganjan. Lausau oder Tansau. Toma Fansau. Die letzten vier Bewegungen. Tan Park. Song Jang. Die vier Gegenangriffe. Lodibakun, Jing 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 Jing. Hintere Bein, Golo Jing Yuk. Nach vorne ausrichten. Sau Sik. Jawohl. Gut. Wir machen das Ganze nochmal. Diesmal ohne Namen. Wir machen nur die Form. Okay? Los geht's. Versucht mir zu Hause zu folgen. Ich mache schön langsam, wie immer. So, das war die Form Yantin-Pad. 108 Bewegungen. Wenn ihr das ausübt, vielleicht macht ihr euch ein bisschen Musik im Hintergrund, je nach Stimmung, entweder langsame Musik für das Tempo, was wir jetzt gemacht haben, oder Heavy Metal, wenn ihr richtig Gas geben wollt. Ne? So, okay. Achtung, Stellung. Und Menge. So, das war Yantin-Pad. Ab nächste Woche neue Form Byuchi. Shooting Fingers. Schießende oder stoßende Finger. Ja, wir hatten Seal und Tau, die erste Form abgedreht, wir hatten die Champion-Form abgedreht, jetzt die Yantin-Pad, nächste Woche Byuchi-Form.
Bye.